Hopkins kann es. Von Füßen behandeln lassen, Knie wieder hin und her gedreht. Der hat sich bei seinem Torschuss in der 12. Minute irgendwas an seinem Schussbein, auch vermutlich an seinem Knie gemacht. Läuft rund, aber ich glaube, er quetscht auch so den einen oder anderen Zahn aufeinander. Hoffentlich kann er weiter spielen. Hoffentlich weiter am Ball. Hat aber, wie gesagt, keinen Schwung in diesem Spiel. Also, Halter fest, 2:0. Das ist auch ein bisschen zu dicke. 2:0 die Führung für Wagner und Toljan, die Torschützen. Wir sind eigentlich bei Leverkusen, die was tun müssten, Armin. Sie greifen jetzt mal an, sind im Strafraum der Freiburger, aber sie haben noch nicht eine einzige Torschance gehabt, sie haben nicht einen Torschuss gehabt. Und das Ganze nach 44 Minuten und es steht 0.